Besonderes? Ja, wir sind ja vor gut einem Jahr gestartet, haben diese Renovierung gemacht wegen Brandschutz und wegen Digitalisierung und verschiedene Renovierungsmaßnahmen. Und wir sind gut im Plan. Wir gehen davon aus, dass wir am 12. Januar hier wieder eröffnen können. Das war der Plan und den halten wir momentan und sind da ganz froh drüber. Also im Plenarsaal haben wir eigentlich am wenigsten gemacht, haben wir nur ein paar neue Leitungen reingezogen. Aber wenn man den so sieht mit den Abdeckungen und alles ist verstaubt, dann blutet einem schon das Herz, weil das Parlament hier ist das Herz, die Herzkammer der Demokratie. Und deswegen freue ich mich, dass wir wieder zurückkommen können. Natürlich unter Corona-Maßnahmen. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Plexiglasscheiben kriegen, diese sozusagen Abtrennung für die einzelnen Abgeordneten. Das werde ich aber in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden und den Fraktionen natürlich machen. Müssen wir noch eine Lösung suchen, dass hier auch keine Ansteckungen kommen können. Ja, also bei allem, was wir hier angefasst haben, das Haus steht unter Denkmalschutz. Das muss bei allem betrachtet werden. Und es mussten verschiedentlich Brandschutzmauern zwischengezogen werden, wo nur Leichtbauwände waren. Und dann wurde, wenn jetzt Kabel verlegt worden sind, dann mussten neue Schächte geschaffen werden. Weil in diesem Haus, was man 1961 angefangen hat zu bauen, waren ja nirgendwo Schächte vorgesehen für irgendwelche Kabel. So, und heute in der Digitalisierung sind es Kabel A und O. Und deswegen bräuchten wir überall Platz. Mussten aber alles so erhalten, wie es war. Das war die Herausforderung. Ne? Wenn Sie nachher kommen und sagen, Mensch, was ist denn hier passiert? Man sieht ja gar nichts. Nee, richtig. Also man sieht erstmal nichts, aber innen drin, da wurde viel gemacht. Hier geht's, wie bitte? Aber hier war ja Glas zwischen, meine ich. Ne? War hier Glas zwischen? Ja. Deswegen haben wir das Glas immer rausgenommen. 10 Millionen waren veranschlagt und wir werden etwas teurer werden wahrscheinlich, was aber nicht vorhersehbar war. Weil dies ist ein denkmalgeschütztes Haus und wir haben erstmal aufgemacht, dann geguckt, was gemacht werden muss. Und insofern haben wir eine ganz gute Schätzung hingelegt und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Welche Frage hier zum Lindhansa? Erstmal ist es natürlich traurig, wenn man das so daherkommen sieht. Aber wie gesagt, es muss immer erst schlechter werden, damit es besser wird, das weiß ich. Und insofern freue ich mich auf die Wiedereröffnung und wir werden hier ein tolles Haus haben. In einer tollen Parlamentssitzung werden wir das bestimmt eröffnen. Und ich lade alle Bremerinnen und Bremer ein, auch hier ins Haus zu kommen natürlich.